Dieses Video ist Teil des Adventskalenders. Um mitzumachen, müsst ihr Abonnent des Kanals sein und mir auf Instagram folgen. In diesem Video sind 3 Wörter versteckt. Schreibt mir diese Wörter per DM auf Instagram. Dann nehmt ihr automatisch teil. Die Gewinner kündige ich dann in meiner Story an. Heute könnt ihr einen Apple-Gutschein im Wert von 10 Euro abstauben. Herzlich willkommen zu einem erneuten Video auf meinem super coolen Kanal. Freunde, heute haben wir für euch einen super tollen Tag mitgebracht. Und zwar habe ich hier erstmal wieder in erster Linie meinen guten Freund Dominik dabei. Der ist vom Kanal Reese. Hey Leute, was geht ab? Von wo bist du? Ich bin vom Kanal Reese und ich freue mich sehr, hier dabei zu sein. Das wird ein richtig tolles Game jetzt. Ich habe heute was richtig Schönes mit dabei. Das ist auch, glaube ich, richtig, richtig lustig, auch zum besser kennenlernen und so. Wir spielen heute das Spiel Wer bin ich? Weißt du, was das ist? Also man denkt sich eine Person aus, klebt die der anderen auf die Stirn. Genau. Und die Person muss mit Ja- und Nein-Fragen ganz erraten, genau, wer sie ist. Ganz genau, ganz einfach. Hast du gut erkannt. Dankeschön. Dann würde ich sagen, quatsch mal gar nicht lange rum. Fangen wir direkt an. Ja. Augen zu einmal. Mhm. Kommst du niemals drauf. Okay, Freunde, ich habe mir was für den Dominik ausgedacht. Ich zeige euch das einmal. Bitte verratet es ihm nicht. Genau. Und das würde ich dir jetzt einmal auf die Stirn kleben, Dominik. Ja? Mhm. Lässt du deine Augen zu und machst einmal die Hände weg. Boah, wer bin ich wohl? Bin ich ein Mann? Ja. Bin ich älter als 20? Ja. Bin ich älter als 30? Ja. Älter als 40? Weiß ich nicht. Okay. Bin ich öffentlich bekannt? Bin ich eine Person des öffentlichen Lebens? Nein. Bin ich eine Privatperson? Nein. Bin ich eine fiktive Person? Ja. Oh mein Gott. Fiktive Person ist sehr asozial immer. Ja, da kommst du nie drauf. Die Folge wird lang. Aber warum machst du es denn dann? Weil ich es witzig finde. Kann auch sein, dass du recht jetzt. Bin ich aus einer Serie? Bin aus keiner Serie. Bin ich aus einem Film? Nein. Bin ich aus einem Computerspiel? Nein. Bin ich aus Printmedien? Ursprünglich aus Printmedien? Nein. Bin ich schon im Printmedien aufgetaucht? Ja. Bin ich Ronald McDonald? Nein. Stark aber. Bin ich ein sozusagen menschliches Wesen, ja, von der Nachahmung her? Ja. Bin ich eine Art Maskottchen? Sehr gute Frage. Ja, wichtige Frage. Okay. Wow, Maskottchen, boah, die Menschen sind. Das ist wirklich schwer, das ist wirklich schwer. Bist du dir sicher, dass ich das kenne? 100%. 100%ig? Ja. Bin ich der Typ von Fallout? Nein. Okay, wer Games? Na, welcher Typ von Fallout? Dieser Blonde, diese ach so, Maskottchen. Nein. Bin ich aus einem Game? Hast du schon gefragt, ne? Ja. Bin ich sozusagen ursprünglich einer Company zuordnen? Sowas wie Ronald McDonald, wer zu McDonalds oder so? Ja. Ich bin das Maskottchen einer Company. Ja. Bin ich aktuell noch im Einsatz? Ja. Ich bin aber keine reale Person. Nee. Gibt es zu mir eine reale Person? Nein. Boah, das okay. Ist sehr, 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 sehr. Die Company, zu der ich gehöre, ist die im... Hat die ein klares Kerngeschäft? Ist es Kerngeschäft Food? Nein. Ist es Kerngeschäft irgendwas Technisches? Nein. Alter, wilde Fragen. Also richtig gut. Ich versuche einzuklären. Ja. Nichts Technisches? Nein. Ist Kerngeschäft irgendwas mit Kindern? Nein. Stellt diese Company etwas her? Ja. Etwas Physisches? Ja. Boah, ich muss an Wolfgang Hipp denken, aber den gibt's ja nicht. Stellt diese Firma einen Konsumgegenstand her? Ja. Also auch für normale Kunden? Ja. Okay. Wen gibt's denn, Digga? Bin ich dumm? Ist meine einzige Aufgabe, Maskottchen zu sein oder spiele ich, oder mache ich, also tauche ich irgendwie auch noch woanders auf? Nee. Okay. Also Aufgabe ist was? Nur Maskottchen. Ja. Schwer zu sagen, aber jein. Also jein. Also zum Beispiel sowas wie, wenn jetzt eine Firma, wenn es Telekom den Pink Panther hätte, dann wäre er ja eigentlich aus der Serie. Okay, der ist von der Company und ist nur für die Company. Ja. Der ist krass. Soll ich dir einen Tipp geben? Weiß nicht, ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich es will. Maybe. Hast du einen Eindruck, ich komme näher? Ich habe einen Eindruck, du kommst näher. Ja, dann lass mal noch. Aber ich glaube, der Tipp wäre jetzt nicht unbedingt fatal, aber ja. Ist das Alter dieser Person relativ deutlich zuzuordnen? Ja, würde ich schon sagen. Ja? Also man kennt das Alter nicht, aber ich würde auf jeden Fall, am Anfang gesagt, über 30, also würde ich auf jeden Fall sagen. Eine Firma mit einem menschlichen Ding, was gibt's denn da? Da stehe ich krass auf dem Schlauch gerade. Aber die ist nicht aus dem Thema Technik, also auch nicht sowas wie Mobilfunk oder so. Nein. Die stellen ein physisches Produkt her. Ja. Ist es eine bekannte Firma? Ja. Ist die Firma weltweit agierend? Ja. Ist es eine Firma, wo man sich nicht wundern würde, wenn die in den Top 10 Global Best Companies auftaucht? Ja. Best Companies? Naja, oder in der Nische, wo die ist. So top, sowas, so ist sie so auf einer Stufe mit Google und so? Nein. Okay, aber in der Nische ist die krass. Ja. Aber ist es eine eher kleine Nische? Nee. Ach, schon eine große Nische? Ja. Ich glaube, es würde mir echt helfen, wenn ich wüsste, was es ist, aber ich weiß nicht. Also ich sag dir, ich gebe dir jetzt einen Tipp, ja? Ja. Du bist nicht nur das Maskottchen der Company, du bist quasi die Company. Aber ich stelle ein physisches Produkt her. Ja. Boah, krass. Ich habe das Gefühl, es gibt... Das ist auch so geil mit dem Zettel, weil du einfach... Ja. Ich habe das Gefühl, es gibt keine richtigen, krassen Maskottchen aktuell so. Die ich so außerhalb so... Das Michelin-Männchen. Ja, ja. Bla, bla, so. Bin ich zu vergleichen wie sowas wie Michelin-Männchen? Ja. Aber ich 100%. Bin die Company. Ja. So Michelin-Männchen ist auch die Company. Die Company heißt halt Michelin sogar. Okay, der Tipp ist also, die Company heißt, wie ich heiße. Ja, quasi. Oder andersrum? Ja, quasi. Boah, Digga. Oh. Boah, das ist stark, das ist sehr wild. Bro, krass. Bin ich irgendwie im Bekleidungssektor? Nein.
Nein. Nein, aber ja. Bin ich in irgendeiner Form im Outdoor-Sektor? Nein. Nein, nein, nein. Bekleidung, ja und nein? Ja. Stelle ich Bekleidung her? Nein. Verwerte die Firma Bekleidung in irgendeiner Form? Nein. Hat die Firma eine Fabrik? Bestimmt, ja. Kommt dort irgendwie Bekleidung rein oder raus? Nein. Nicht die waschen es nicht? Die nähen es nicht zusammen. Das ist super schwer. Also kannst du nicht sagen, genau? Nee, ich kann es nicht genau sagen. Okay, das heißt aber, okay, dann versuche ich das weiter anzugreifen. Textilien für Menschen? Frag die Frage mal anders. Diese Firma verarbeitet irgendwas in irgendeiner Form? Nee, auch nicht. Die stellt etwas her? Ja. Also es ist ganz klar zu benennen ein Produkt, was sie herstellen. Ja. Und das hat irgendwie was mit Bekleidung zu tun, aber irgendwie auch nicht. Ja. Es ist aber selbst keine Bekleidung. Ja, ja, ja. Das Produkt besteht nicht aus Stoff. Nee. Besteht das Produkt aus Plastik? Unter anderem. Metall? Nein. Eine Funktion? Ja. Hat das Produkt eine elektronische, nein, irgendwas Elektronisches? Nein. Kann ich das Produkt selbst benutzen? Könnte ich das benutzen, wenn ich es mir holen würde? Ja. Stellt diese Firma nur dieses eine Produkt her? Nein. Stellt die Firma sehr wenige Produkte her? Ja. Ist die Firma bekannt, dass diese Produkte sehr hohe Qualität haben? Ja. Auch keine elektronischen, nee, Sachen? Puh, was? Ist auch kein Essen? Nein. Sind es Produkte, die man als Accessoire benutzt? Nein. Die man für etwas benutzt? Ja. Also zum Beispiel sowas wie eine Firma, die Dunstabzugshaugen herstellen würde, die würde ja mal benutzen, um in der Küche zu benutzen. Ja. Ist es bei dem Artikel ähnlich, ja, dass ich den nie alleine so richtig benutzen, ja, würde? Ja, 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 ja. Nichts Technisches. Man benutzt den mit etwas anderem. Hat es mit Sport zu tun? Nein. Also nein, aber auch. Also Sportler könnten es benutzen? Ja, jeder kann es benutzen. Okay, aber ich meine, gibt es da draußen gerade Sportler, pass auf, Tipp. Ja? Sportler benutzen es wahrscheinlich öfter. Es ist auch kein Getränk. Es ist kein Getränk. Du bist so nah dran, Bro. Du glaubst das gar nicht. Ja, aber es ist nicht sowas wie Dr. Pepper, weil den gibt es ja nicht. Den gibt es nicht, nein. Der ist auch keine Figur. Mhm. Also wenn du jetzt mir sagst, dann habe ich direkt ein Bild von der Figur vor Augen. 100%. 100%. Ja. Jeder Mensch. Hätte meine Mutter das auch vor Augen. Ja. Ist es eine Firma, die es schon sehr lange gibt? Ja. Kack ab, Alter. Noch ein Tipp, ja, weil ich echt gerade feier wie Gnade, ja, dran bist. Frag noch was zum Trinken oder so. Benutzt man das Produkt mit Getränk zusammen? Auf gar keinen Fall. Würde was Gefährliches passieren? Ja. Ist eine Firma, die Trockeneis herstellt? Nein. Es würde was Gefährliches passieren, wenn man es mit einem Getränk zusammen benutzt? Ja. Würde es eine Explosion geben? Nein. Wäre die Gefahr für mich als benutzende Person? Ja. Wäre es Gefahr für Leib und Leben? Ja. Ist diese Gefahr, die oh mein Gott, Leute, gebt schon mal ein Like, wenn ihr das gerade feiert, wenn ihr mitfiebert. Oh, was? Gebt ein Like und abonniert unbedingt. Besteht die nur im Zusammenhang von dem Produkt mit Flüssigkeiten? Nein. Auch mit anderen Sachen? Ja. Alles hat in Benutzung mit dieser Sache eine Gefahr. Mhm. Die Gefahr liegt also an dem Produkt selber. Ja. Ist es Rüstungsindustrie? Nein. Hat es was mit Feuer zu tun? Nein. Bro, du driftest gerade wieder ein bisschen ab. Ja, ich weiß nicht. Ja, mit dem Sportler benutzen es wahrscheinlich öfter. Ja. Das ist eine Annahme. Nein. Also ist ein Fakt. Ja. Ist es legal, dass sie es benutzen? Ja. Benutzen sie es, während sie den Sport ausüben? Nein. Benutzen sie es davor? Nein. Benutzen sie es danach? Ja. Ist es eine Sache, in die ich hineingehen kann? Mhm. Also nicht sowas wie eine Eisbadtonne oder so? Ist ja ein Produkt. Ja, eine Tonne ist ja ein Produkt. Konsumprodukt, meinst du? Also ist es eine Sache, die ich in irgendeiner Form meinem Körper zuführe? Nein. Du musst alles kombinieren, was du jetzt schon weißt. Versuche ich's. Ich gebe dir noch einen Tipp. Ja. Was war das mit den Textilien vorhin? Ich sehe in deine Augen und ich weiß ganz genau, es könnte jeden Moment so snappen. Ja, vielleicht. Ich habe gerade so 4, 5 Loose Ends und ich kann nicht zusammenfügen. Ich versuche auch parallel. Soll ich dir einen ultimativen Tipp geben? Ja. Das Michelin-Männchen ist das Maskottchen der gleichnamigen Firma Michelin. Mhm. Dann gibt es zum Beispiel auch noch die WC-Ente. Ja. Und die ist das gleichnamige Maskottchen von der Firma WC-Ente. Ja. Und Ronald McDonald ist auch der gleichnamige Maskottchen von... Ich verstehe schon, den Tipp wusste ich doch schon. Menschliche Maskottchen. Der Tipp war gerade versteckt. Oh mein Gott. Du hast es. Ja. Bin ich Meister Proper? Ja. Du bist Meister Proper. Bro. Du bist Meister Proper. Bro. Krass. Das war crazy. Ich hätte mehr bei der Industrie nachfragen müssen. Ja. Jeder benutzt es. Deine Mutter kennt es. Sportler benutzen es öfter, weil die mehr waschen müssen. Zettel kommt. Cam, ihr seht's hier. Okay. So, dass ich gar nicht erst hochgucken kann. Okay. Bin ich Josh von Drake & Josh? Nein. Bin ich Drake von Drake & Josh? Nein. Okay. Bin ich von Drake & Josh? Mhm. Bin ich männlich? Ja. Bin ich real existierend? Ja. Auch die Person, die ich verkörper, ist die real existierend? Wie meinst du das? Bin ich Schauspieler? Nein. Bin ich eine gespielte Person? Nee, nicht im schauspielerischen Sinne. Okay. Also ich bin eine real existierende Person, so wie die da steht? Ja. Bin ich deutschsprachig? Ja. Also ich bin in Deutschland ansässig? Weiß ich nicht, glaube aber ja. Mhm. Bin ich Schauspieler? Nein. Bin ich Musiker? Mhm. Bin ich Influencer? Wie würdest du es definieren? Dann bin ich Influencer. Hauptberuflich? Macht man auch manchmal Sachen, die zum Beispiel, wenn ich jetzt Werbung... Nee, wenn schon ich, hauptberuflich. Wenn ich, okay, hauptberuflich. Okay. Bin ich Werbegesicht von irgendwas? Du warst auf jeden Fall mal. Von mehreren Dingen oder von einer? Boah, ich glaube schon auch von mehreren auf jeden Fall, ja. Habe ich einen Bart? Nein. Habe ich Haare? Ja. Ich dachte, vielleicht hast du jemanden im Kopf. Nein, nein, nein. Ist die Person schon mal auf der großen Leinwand gewesen? Also, was heißt Kino, in einem Film zu sehen? Könnte ganz theoretisch sein, ich glaube aber stark nicht. Okay, habe ich schon mal in einer Serie mitgespielt? Nein. Habe ich schon mal in einer Fernsehsendung mitgespielt? Nein. Ob es jetzt Trash-TV? Okay.
Stelle ich irgendwas her? Spezifiziert ist bitte. Ich muss ganz kurz was nachgucken, falls du mir diese Frage stellst gleich. Habe ich eine Firma, die was herstellt? Ein physisches Produkt? Ja. Nein. Stelle ich was Digitales her? Nein. Mache ich Videos? Nein. Mache ich irgendwas, was ein Produkt ergibt? Oder bin ich das Produkt? Du bist nicht das Produkt und die andere Frage kann ich so nicht beantworten. Habe ich einen Podcast? Bin ich Paul Rübke? Der hat auf jeden Fall mehr als einen Podcast. Zu viele Podcasts. Ich mache keine Musik? Nein. Bin ich in der Spieleindustrie? Mhm. Bin ich in der Essensindustrie? Mhm. Habe ich einen blauen Haken auf Instagram? Bestimmt. Wenn du Instagram hast, dann ja. Dann ja? Habe ich irgendeine Firma mal gegründet und verkauft? Nicht, dass ich wüsste. Mal kurz nachgucken. Bin ich auf Twitch unterwegs? Egal, ob ich jetzt Streamer bin oder das genauso wie Bushido einfach mal ausprobieren wollte. Nein. Boah, scheiße. Bin ich reich? Ich denke, du hast schon ganz gut Geld. Weiß nicht, wenn man jetzt reich sagt, so Multimilliardär, weiß ich jetzt nicht, aber das wahrscheinlich nicht. Bin ich gerade noch in der Öffentlichkeit? Nicht mehr so wie früher. Nicht mehr so wie früher. War ich mal Musiker? Nein. War ich mal Schauspieler? Nein. Hatte ich mal eine Fernsehsendung? Eine eigene? Ja. Nein. War ich mal in einer Fernsehsendung? Bestimmt. Bestimmt oder ja? Ja. Also komme ich hauptsächlich aus dem Fernsehen? Nein. Bro, what the fuck? Also du warst auf jeden Fall bestimmt mal zu Gast. Bin ich in der Zeitungsindustrie? Habe ich einen Weltrekord in irgendwas? Ich glaube nicht. Bin ich Fotograf? Nein. Ist jetzt schon gar nicht zu deuten. Ich bin eine real existierende Person. Ja. Was habe ich denn gemacht? Habe ich irgendwas verkauft, dass ich Geld habe? Ich werde so sagen, weil jeder verkauft ja irgendwie sein Wissen oder seine Leistung oder sowas. Bin ich vor der Kamera gewesen oder eher hinter den Kulissen? Bin ich vor den Kulissen eher? Also in dem Fernsehkontext meinst du? Ja. Wenn du aufgetaucht bist, dann auf jeden Fall nur ausschließlich vor. Okay. Aber ist mein generelles Gebiet eher davor zu sein oder eher dahinter? Eher hinter den Kulissen oder eher vor? Vor. Ich kenne die Person zu 100%. Ja. Bin ich Synchronsprecher? Nein. Bin ich Designer? Mhm. Ich habe keine Zeitung, ich habe Du hast noch nicht alle, vielleicht alle Sparten mal eher abklappern so. Du hast ja schon alles mal so ein bisschen durchgefragt, aber eins hast du noch nicht. Bin ich ein Reporter? Nein. Bin ich ein Florist? Nein. Mache ich irgendwas mit Musik? Mache ich irgendwas mit Bewegtbild? Nein. Mache ich irgendwas mit Kunst? Nein. Mache ich irgendwas mit Lifestyle? Nein. Also auch nicht mit Fitness? Mhm. Mache ich was mit Fitness? Nicht direkt, aber vielleicht da mal in die Richtung. Habe ich ein eigenes Fitnessstudio? Nein. Bin ich auch ein Schweizer? Nein. Nicht direkt. Krass. Crazy. Keine Ahnung. Bin ich, habe ich ein Unternehmen? Nein. Bin ich Moderator? Nein. Habe ich Supplemente, irgendwas mit Supplementen zu tun? Nein. Habe ich irgendwas mit Trainingsplänen zu tun? Habe ich was mit dem Thema Muskelaufbau zu tun? Das wird bestimmt Teil deiner Arbeit auch gewesen sein. Bin ich ein Coach? Mhm. Ich bin Coach? Mhm. Und ich habe nie, bin ich ein Fitnesscoach? Nein. Kein Fitnesscoach, den man sich vorstellt von Insta. Bin ich schlank und dünn? Mhm. Ich bin nicht Bodybuilder-mäßig? Mhm, gar nicht. Bin ich Yoga-Coach oder sowas? Nee. Ich bin schon traditionell Fitnesscoach, pumpen. Nein. Hä? Du hast aber gerade gesagt, irgendwie ja? Nein, du hast mich gefragt, bin ich ein Coach? Gesagt ja. Bin ich ein Coach zum Thema Liebe? Nein. Zum Thema Sex? Nein. Das Wort Coach, was heißt das denn auf Deutsch? Trainer. Bin ich ein Trainer? Ja. Wie Fußballtrainer? Ja. Bin ich Jogi Löw? Ja. Bruder, du hast so lange nicht irgendwas gefragt mit Sport. Du hast dich so gedreht um dieses ganze Fußballding und so. Bin ich hinter der Vorderkamera? Crazy. War es an irgendeiner Stelle, dass ich dir eine Antwort gegeben habe, die dich von Jogi Löw abgehalten hätte? Also habe ich irgendwas gesagt? Ich glaube tatsächlich sowas wie hinter den Kulissen. Sowas wie mit hinter den Kulissen hätte... Habe ich aber... Hast du gesagt, eher vor. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt unbedingt einen Daumen nach oben, abonniert diesen Kanal, folgt mir auf Instagram, damit ihr gewinnen könnt und nichts mehr verpasst. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao. Ciao, ciao.